Ich glaube, hier muss ich nicht lang. Der Gnomi kommt hier sowieso nicht hoch, ne? Mir ist hier alles noch gar nicht so genau angeschaut. Geht's hier irgendwie weiter? Ja, offensichtlich. Was ist denn das für eine Hitbox, sag mal? Dein Rücken ist unfair. Wieder da, willkommen zurück. Wo auch immer das Skelett jetzt gerade hinrennt. Das ist ja unfassbar. Jafar, was tust du denn jetzt? Da muss ja was richtig Großes kommen, wenn jetzt ja alle Schiss haben. Einfach dem Skelett das Hirn weggeschossen. So, wo ist das Skelett jetzt hier hingerannt noch? Das Halbtote? Was macht Jafar schon wieder? Bist du umgekommen oder so? Das wäre traurig. Ich hoffe aber nicht. Oh. Ja. Schimmel ruhig beim Schattenwächter rum. Kein Problem. Muss ich hier hin? Ich würde sagen, der Schattenwächter weist uns den Weg. Der sammelt nur kurz ein paar Aurikulki. Oh, der hat dann aber viele Leben nach dem Tod. Wenn es gleich ein paar sind. Komm, mach mal mit hier, ihr faulen Hunde. Oh wow, wo kommt der Ghoul denn jetzt her? Der gerät aber auch richtig in Rage. Der Hund war schon vor drei Schlägen tot. Der kloppt trotzdem auf das Ding ein. Mal wieder toll gemacht. Jafar. Oh, ich kann die sogar mitnehmen. Das, das wäre ganz dankbar. Was sehe ich da schon wieder? Ach, Spinnen. Dann weiß ich wenigstens, dass die von hier kommen. Beziehungsweise jetzt weiß ich, dass der Rest auch nicht mitkommt. Nichts Spinne mehr. Hätte ich euch mal auf Kieler dabei gehabt. Sollte ich jemals wieder Risen 3 spielen, gehe ich auf jeden Fall zuerst nach Taranis. Wo ich Jafar wenigstens direkt. Überall Häuser und keiner sagt mir, wer hier gewohnt hat. Es ist einfach die Insel des Bösen und es gibt einen Haufen Ruinen. So schade.
Das war gar nicht mit Absicht. Ich habe Kugeln gefunden. Gar nicht gemerkt. Nein! Kehle und Leber zerstochen. Das überlebt das Skelett nicht. Deine Gnomenliebe wird langsam zur Obsession. Ja, ich kann sein. Aber die sind toll. Ich frage mich auch, warum die sich hier die Mühe gemacht haben, noch so Hühnchen und Äpfel separat zu beschreiben, wenn es am Ende sowieso unter Proviant zusammengefasst wird. Irgendwie ist das auch so alles so verschwendete Ressourcen. Dass die Spinnen auch für mich noch Fernkämpfer sind, ist sehr nice. Aber die halten leider nicht ewig. So, weiter geht's. Wie weit bin ich überhaupt schon gekommen? Wie groß ist diese Insel? Oh Gott. Oh, also das... Und wenn du schon richtig viele Kristallportale zerstört hast, besten Magier versammelt hast, ganz viele Schiffe und Seemonster getötet hast, dann musst du noch über eine komplett untotenverseuchte Insel rennen, okay? Oh, mal wieder Warane. Die würde ich auch gerne mal als Begleiter dabei haben. Ein Bett zum Pennen. Und Nervenschädel. Weil ich noch mal ein schwarzes Herz gereinigt haben will, oder was? Oh, die Skelette darf ich auch mitnehmen. Nekromantie habe ich in Rollenspielen noch nie so richtig benutzt. Ich finde das gerade ein bisschen faszinierend. Das hat am Ende wie so auf seinen Schlauchlevel, so wie Irdorad nur größer. Und Irdorad hatte noch Story und Dialoge. Also hier, wenn ich könnte jetzt mit dem nochmal quatschen, aber es wäre halt nicht nötig. Bei Irdorad musst du nochmal mit diesen Obersuchenden da reden. Pedro vielleicht, also musst du nicht, aber machst du auf jeden Fall automatisch. Mit den Drachen sowieso. Also du kriegst sogar noch ein bisschen Story-Mehrwert. Hier irgendwie nicht. Bisher zumindest nicht. Also der Endboss wird nachher noch einen Dialog haben, nehme ich an. Aber ich weiß ja auch schon, dass in Risen das ganze Ende Schrott ist. Also das wird ja hier nicht sinnvoll beendet. Spoiler! Wer hätte es gedacht? Da ist schon wieder was gestorben hinter mir. Ich glaube, der Varan. So, tut mir leid, Jaffa. Du musst hier mal kurz bergauf. Ich weiß, du machst keine Türme. Ich verstehe auch nicht, wann das aufgehört hat, dass so KI-Begleiter so ein bisschen Intelligenz haben. Also die
fange ja wirklich erst an zu kämpfen, wenn ich schon getroffen wurde oder angegriffen habe. Ruhm ist Ruhm. Aber wie gesagt, ich kann nochmal unterstreichen, dass ich das Konzept von keinem Mana sehr schön finde. Geht doch. Ah, das Musikstück einfach weggelassen, diesmal schön. So, da ist das Tor zu, also gehen wir mal nach oben. Oh, der hat sich gut in der Mauer getarnt, habe ich gar nicht gesehen. Das war schönes Teamwork, Jaffa. Warum auch immer. Ein guter Ort für Jaffa. Wirklich kein guter Ort. Hast du Angst? Ein bisschen. Aber mit Captain an der Seite ist es nicht so schlimm. So ist es nämlich. Mir fällt gerade ein, dass ich in diesen zwei Helden gar nicht mehr getroffen habe. Das bereue ich jetzt aber auch nicht. Den haben sie wirklich vor die Hunde gehen lassen. Also wie irgendwie alles, was aus Vorgängerteilen übernommen wurde. Aber das machen Spiele ja gerne mit vorhergegangenen Protagonisten. Sobald man einen neuen hat, den alten mal möglichst scheiße dastehen lassen. Das ist hier tatsächlich mal eine Passage, wo man erstmal drauf kommen muss. Gut, gut. Ika, warte. Also das jetzt nicht mehr. Ich meinte nur gerade, dass man auf diese Säule klettern musste. Dass man das loben muss, sagt schon einiges. Ich finde es auch immer kacke, wenn diese... Also das hat man früher noch öfter gemacht. So einmal das ganze Level zoomt und praktisch einem schon das, was zu tun ist oder das, was passieren wird, gespoilert wird, obwohl der Charakter selber noch gar nicht weiß. Schön an die Wand geschossen. Und jetzt Schattenwächter alleine. Kannst du einfach nicht bekämpfen, ohne getroffen zu werden. So schade. Du hast mir jetzt aufgemacht, das hier. Während ich nicht gesehen habe. Die wollen nur den tollen Level zeigen und ob das beeindruckend ist, das schon. Ja, ja. Das ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, mir macht das alles kaputt hier. Was ist der Hintergrund? Also wer hat hier... Wer baut das? Sowas, weißt du? Wozu ist das dienlich? Ich meine, es gibt nicht mal ein Sicherheitsgeländer. Was ist das hier? Wieso ist das hier? Das will ich halt wissen. Und wenn ein Level so gebaut ist, ist es halt einfach nur, ja, Level da, weil Level cool.
will nicht unterstellen, dass das nicht ein cooles Level ist, aber innerhalb von dem Gesamtwerk ergibt ja, ist das im Zusammenhang ist scheiße. An sich alleine ist es cool. So, wieder zurück. Hier nicht. Also den kompletten Weg zurück. Vor allem, ich glaube, da hat sich wieder jemand besonders Mühe gegeben und dann ging es einfach nur darum, die Leute hier so lange wie möglich drin zu halten. Deswegen auch einmal im Kreis rennen, Hebel ziehen, Heimweg wieder zurück, eine Etage runter. Wer macht hier schon wieder Stress? Oh Gott, der hat mich schon gesehen, ne? Bitte nächstes Mal. Yay. Treppensteigen nicht gelernt. Doch, Treppensteigen gelernt. Keine Munition mehr. Und einmal Speicherü, aber ich war schon weiter unten, oder? Ne, noch nicht ganz. Aber. Wer ist es jetzt? Ach, da oben ist ein Scherge. Wer ist es eigentlich? Ach, das ist... Der hat die mitgenommen, ich verstehe. Ich habe mich schon gefragt, wo die alle sind. Nicht gecheckt, dass die gefangen genommen wurden. Hui. Diese Jumpscare-Gegner. Warum haltest du noch? Danke. Eine Krüg. Und welchen Hebel werde ich jetzt hier finden? Was wird er tun? Gar nichts. Hätte ich jetzt mal eine Telekinese-Hand oder so. Vielleicht wäre das doch ganz clever gewesen. Bist du... Nee, du hast mehr Leben jetzt. Aber das heißt doch erstmal wieder eins höher gehen. Und den Seelenfresser mitnehmen. Du nimmst sehr viel Platz weg, ich hätte das nicht tun sollen. Jafar ist jetzt hier. Ach, der ist noch im Fight quasi. Ich verstehe. Ach, der Seelenfresser kann Leid angehen. Das Magie-Duell haben. Beide haben verloren. Wo geht's hier runter? Wieder eine random Zelle. Ich brauche mal eine Grogpause. Seelenfresser kann Leitern nutzen. Ein Pluspunkt? Findest du?
Das war ein nicer Kill. Ob Jafar verzweifelt er gerade gegen eine Ratte. Gut, hier war nichts. Oh nee, bitte nicht. Nicht gut. Komm wenigstens hier rein. Gut. Besser. Wirklich der größte Fehler, den ich bisher heute gemacht habe, war dieses Ding wieder zu beleben. Ich habe mich nur gefreut, dass es geht. Ja, jetzt ist es weg. Sehr gut. Ja, man kann mal diskutieren. Ich finde es eher seltsam, aber dass es funktioniert, finde ich schon erstaunlich. Ja, gut, dass sie bedacht haben, dass der Seelenfresser als Begleiter die Leiter hinterher kann, ist okay, ja. Ich komme mit. Dämonenfratze bekommt Ärger. Ich liebe das, wenn Gegner am Ende runterfallen. Oh ja, schön die Lava. Da verzichte ich auch aufs Loot. Das waren die schönsten Kill-Animationen, die ich in Risen 1, 2 und 3 bisher gesehen habe. Die, wo am Ende jemand... Das Mikrofon schwebt immer so dämlich über... Also... Ich sehe die Tastatur nicht, deswegen muss ich mal über das Mikro gucken, um dann das I zu finden. Ich will gar nicht wissen, wie weit das schon wieder her ist. Mit Jafar schon hier oben. Nach den Ratten. Okay. Das war vielleicht genau der, oder? Ja, da habe ich mal wieder Glück gehabt. Und ich liebe es immer noch, wenn die runterfallen. So, alles andere geht ohne hinzugucken. Schnell speichern, Proviant nehmen und so. Aber für Inventar öffnen muss ich auf die Tastatur gucken. Bisschen kampfvoll gerade die beiden hier, oder? Einmal Schalter ziehen. Ist das schon Charnitz Zelle? Ja, ne? Muss ja. Ja, ja, stimmt. Das war der Scherge hier, der einen immer so komisch angestarrt hat. Aber die anderen sind hier leider nicht. Und einmal bergab. Oder kommt jetzt wieder sowas random mäßiges wie ich wollte, dass du Chani befreist. Diese Höllenbrut ist bald erledigt. Das schwöre ich. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Keine Zeit für Freude. Wir müssen die bösen Geister vernichten. Ich werde sie eigenhändig. Mach nichts Überstürztes. Die Kieler brauchen dich. Ja, die Kieler dürfen nicht untergehen. Ich muss ihnen helfen. Unsere Rache wird grausam sein. Und du, Gucho, zeig keine Gnade und vernichte diesen bösen Geist, der die Welt bedroht. Du bist ein großer Krieger. Zeig ihm, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Leb wohl, Chani. Chi, wir sehen uns auf der anderen Seite, Gucho.
Was eine Ansprache. Hätte ich nicht geschafft. So, ich fürchte, das ganze Ding hier ist so umsonst, sage ich mal. Ich glaube, die anderen sind hier nicht drin. Also schnell raus hier. Wobei ich auch sagen muss, dass Chani am Ende die einzige ist, die mich davon wenigstens noch ein bisschen interessiert. Aber auch nur, weil Patty Nielsen 2 auf sie eifersüchtig war. Hallo Varan. Aua, aua. Auf der Insel der Toten immer Gürteltiere haben. Sonst funktioniert das alles nicht. Von den Varanen mal ganz abgesehen. Oder den Ratten. Ratten vielleicht noch am ehesten. Aua. Bitte nicht schon wieder gewinnen. Magie-Scherge. Ich mir noch mal ein bisschen Proviant nebenbei rein. Hier war ich wohl schon, ne? Nee. War ich nicht. Keine Munition. Da steht doch eins unten. Muss ich das Ding wirklich vollladen? Dafür zwei Schläge gebraucht hat. Ja, natürlich, die Drachensnapper müssen noch kommen. Aber den nehme ich mit. So, ein Drachensnapper kann man mal mitnehmen. Man hätte auch zwei mitnehmen können. Oh ja, schön umgekloppt. Er steht immer vor ihm. Er hätte es einfach zu Ende bringen können. Mann. Ich hatte gerade das Gefühl, die liegen können reden. Ich weiß nicht warum. So ganz komische Töne, als würde jemand nur ja sagen oder so. Aber ich glaube, das war gerade nur in meinem Kopf. Also da ist etwas nice als Companion. Nehme ich direkt noch einen mit. Die sind am Angriffslustigsten. Das macht sich bis jetzt am meisten bezahlt. So, hier zweimal links, dann nach oben, dann ist da der Weg zum X. Noch ein Teleporter.
Dann würde ich mich nicht wundern, wenn hier das nächste Gefängnis in der Nähe wäre. Geht doch.